So. Hallo und herzlich willkommen zum vorletzten Vlog schon. Ja, heute ist der Tag nach dem Sturm und wir wollen jetzt nicht mal runter an den Strand gehen. Ja, und ich würde mal zeigen, dass mein Outfit so mal hier. Eine Mütze, Schal, Pullover, Rock und meine Boots. Das sind die wasserimprägnierten. Gucken, vielleicht gehe ich da auch gleich wieder durchs Wasser. Ich war so ganz rein und ich weiß gar nicht, aber da hinten ist der Heidepark schon. Nach dem Rheinfahrer gestern mit dem Griechen haben wir gestern Abend auch schon einen Tisch reserviert bei einem Italiener. Der hatte sehr, sehr gute Bewertungen. Wir hoffen mal, dass es nicht so ein Rheinfall wird wie gestern. Und ich gehe jetzt runter zum Strand. Man geht hier nämlich so zwischen den Häusern runter zum Strand und dann da weiter und das ist mir auch gleich unten. Leute, hier diese Grenze, bis hierhin stand schon das Wasser gestern und es ist jetzt so schön. So, wo ich mich das letzte Mal gemeldet habe, wo ich das letzte Mal die Uhr geguckt habe, war es so 12:30 ungefähr. Und wir laufen jetzt schon hier seit dem, wo ich mich das letzte Mal irgendwie weggemeldet habe. Da lassen wir schon rum, also es ist schon ein ganzes bisschen. Und ja, also ist ja der Sturm ist vorbei. Es fehlt an manchen Stellen, sieht man halt, dass extrem viel Sand am Strand fehlt. Und an manchen ist es dann halt zu viel. Ich habe meine Handschuhe schon zweimal im Wasser verloren. Sind jetzt klitschnass. Ja. Ansonsten sieht man halt auch, dass sehr viel Müll am Strand liegt. Oder ganz viele Algen auch, so kleine Büschelchen. Kann ich mal zeigen. So sieht das hier aus. Ansonsten ist es echt schön. Es ist nicht mehr so stürmisch. Es ist wieder richtig schön wild. Das ist der Boxi. Da will ich laufen. So, ich wollte mich wieder mal melden. Es ist jetzt 15.51 Uhr und wir sind schon kurz seit um 2 ungefähr wieder hier. Wir sind dann noch in die andere Richtung gegangen, also rechts oben am Strand, wenn man die Treppe runterkommt. Und ja, jetzt gleich wollen wir mal nach Schobolz fahren. Da essen wir dann später auch in der Pizzeria. Ja, aber was ich noch sagen wollte, wir waren ja am, oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr, am Mittwoch? Nee, heute, gestern war Mittwoch. Vielleicht am Montag oder Dienstag waren wir einkaufen. Und da habe ich mir einmal Knickknacks mitgenommen und einmal diese Haribo Pastas. Ich weiß nicht, wie die genau Pastas heißen, das sind solche dünnen Rechtecke. In den Farben Gelb, Grün und Rot. Ich glaube, die heißen Pasta, ja. Und die sind so sauer. Und die hat mein Bruder mir geklaut. Und jetzt kann er mir gleich ein paar neue kaufen. Ja, was gibt es noch so Neues? Ich habe sehr, sehr schöne Steine gesehen. Die zeige ich euch dann wahrscheinlich später, weil die habe ich jetzt noch zum Trocknen auf der Heizung, weil die mich ziemlich nass waren. Müssen bestimmt schon trocken sein. Meine Schuhe waren übrigens auch komplett nass von diesem Wellen noch, weil die Wellen waren doch noch ziemlich stark. Nicht so wie am zweiten Tag, wo wir den Spaziergang gemacht haben. Da war das eher so gar keine, bis nur ganz kleine Wellen. Diesmal waren sie schon ein bisschen stärker, kommt wahrscheinlich noch von gestern von dem Sturm. Und ja, meine Schuhe sind nass, meine Handschuhe sind auch nass, muss ich mal trocknen lassen. Aber dann ziehe ich jetzt die anderen Schuhe an.
Und was ich auch noch erzählen wollte, ich muss ja dann das Designprojekt auch noch abgeben. Das ist dann am 10. Also ich denke mal, dass das Designprojekt dann vor den Vlogs kommt, weil es einfach nicht so aufwendig ist, Herr Funkschnitt, weil ich jetzt hier 7 Vlogs habe und das ein bisschen länger dauert. Ja, da muss ich auch noch ein paar Zeichnungen machen. Ja. Aber wenn ihr das Video seht, sind die anderen Vlogs schon alle hochgeladen und auch geschnitten. Oder wahrscheinlich sind dann schon alle Vlogs geschnitten und uploaded. Ja, und dann verlinke ich euch nochmal hier oben das Video auf jeden Fall vom Designprojekt und auch von dem Salzprojekt, was nämlich dann im Übrigen ziemlich gut war. Wir haben nämlich vor den Ferien, hatten wir nämlich Donnerstag und Freitag, hatten wir eigentlich 2 Stunden Unterricht. Und einmal bin ich zur 3., 4. gefahren und dann hatten wir auch nur 1 Stunde. Und dann haben wir das wiederbekommen und ich habe volle Punktzahl auf die Mappe bekommen und auch volle Punktzahl auf die Aufgabenstellung von dem Salz. Das wollte ich mal sagen. Ich bin wieder da. Ja, es ist jetzt 19.45 Uhr und Lina war erstmal sehr, sehr gut. 100% besser als der Grieche von gestern. War keine Enttäuschung, war super leckeres Essen. War, na, ich sag mal, halb voll ungefähr. Ging auch relativ schnell das Essen. Ich habe übrigens Rigatoni mit Schinken, Hackfleischsoße, Tomaten und mit Käsebacken gegessen. Ja. Und dann waren wir noch einkaufen. Da habe ich dann Geschenke gekauft für Geburtstag, wo wir am Wochenende hinfahren, also dieses Wochenende. Und da ich den Vlog ja später schneide, kann ich ja die Geschenke schon zeigen. Erstmal habe ich hier einen Ingwer Fresh Zitronentee mit Süßholz gekauft. Und dann noch den Sandon und Weizengras Tee. Das ist das Geschenk. Und dann habe ich noch 2 Postkarten gekauft, eine von Sirksdorf und eine von Schabolz. Ja. Und jetzt werden wir noch Koffer packen und so. Und dann verabschiede ich mich jetzt. Und dann sage ich mal bis morgen zum letzten Vlog. Tschüss.